Herr Außenminister, in den vergangenen Tagen hat es ja unterschiedliche Auffassungen der Bundesregierung gegeben. Die Bundeskanzlerin hat gesagt, sie möchte auf jeden Fall, dass Griechenland im Euroraum bleibt. Wenn man sich den Bundesfinanzminister anhört, da hört sich das etwas anders an. Er könnte sich auch durchaus vorstellen, dass es zu einem Austritt kommt, auch wenn er das vielleicht nicht unbedingt wünscht. Wie werden solche unterschiedlichen Strömungen in Ihrem Land aufgenommen? Erstens, niemand kann Griechenland aufzwingen, aus dem Euro oder aus der EU auszutreten. Zweitens, es gibt kein Europa ohne Griechenland. Sie müssen immer sich daran erinnern, dass Europa das hübsche Mädchen war, was der Gott Dias aus Afrika geklaut hat und erst dadurch die Name Europa entstanden ist. Und drittens, und wichtig ist, ich glaube, alles, was gesagt wird über Griechenland im Moment, ist Teil einer Verhandlungstaktik, uns zu pressen, so weit wie möglich sich durchzusetzen. Ich sehe das sehr kalt und sehr ruhig. Das ist Verhandlungstaktik von der Seite mehrerer Regierungen. Wie kann denn dieser Kompromiss aus Ihrer Sicht aussehen? Der Kompromiss soll so aussehen, dass Griechenland sich auf eine Wachstumspfad bewegt und gleichzeitig die soziale und demokratische Rechte der Menschen nicht geschnitten werden, sondern dass wir gemeinsam gegen Korruption vorgehen, dass wir gemeinsam ein neues mehr gerechtes Steuergesetz schaffen, dass wir zusammen eine Zukunft für Griechenland, das heißt auch für Europa, geben. Nun haben wir ein konkretes Problem. Die Kassen in Athen sind leer. Die Geldgeber sind sehr zögerlich, weiter nachzuschießen. Wo ist die Lösung? Ein neues Reform, ein neues Paket, ein neues Hilfspaket? Die Geldgeber sollen sich immer erinnern, dass 96% von allen Krediten, die Griechenland geholt hat, in ihre Tasse landen. Also wenn sie uns drohen, wir kriegen keinen Kredit, sollen sie ihre eigene Tasse drohen. Aber noch einmal die Frage, wie ist die Lösung aus Ihrer Sicht? Kompromiss. Ein gutes Kompromiss. Zum Beispiel, wir können nicht annehmen, dass die Sozialrechte in Form von der Möglichkeit, Kollektivverträge, Tarifverträge, nennt man das in Deutschland, abschließen kann, dass das abgeschafft wird. Und sollen auch endlich die Regierungen in der Europäischen Union, die uns unter Druck stellen, klar und die Wahrheit sagen, mit Klarheit, dass das, was von uns verlangen, niemand in ihre Länder akzeptieren würde. Zum Beispiel das Verbot von Tarifverträgen. Ist das die Europäische Union, die wir uns wünschen? Ist das das Problem von der Krise in Griechenland? Das Problem von Griechenland ist, dass wir eine korrupte Oligarchie haben, die teilweise von europäischen Kräften unterstützt wird. Ich glaube und ich meine, die sollen uns endlich helfen, diese oligarchischen Strukturen, diese Korruptionssysteme abzuschaffen. Nun ist es ja so, dass die jetzige Regierung auch angetreten ist, um genau gegen diese Oligarchen vorzugehen. Ja. Haben Sie denn noch genug Unterstützung auch in der Bevölkerung für dieses Vorgehen? Unter der Bevölkerung sehr viel, aber nicht unter unseren Bündnispartner in der Europäischen Union. Die sorgen sich viel mehr, dass die Rente noch kürzer werden, statt sich Sorgen zu machen, dass die Profite von diesen Oligarchen geschnitten werden, vor allem die Illegale. Lassen Sie uns noch mal zum konkreten Problem zurückkommen. Die Zahlungsunfähigkeit droht. Wäre eine Möglichkeit vielleicht, dass Griechenland in die Insolvenz geht, aber im Euroraum bleibt, eine Lösung? Das wäre keine gute Lösung für Europa. Warum nicht? Weil das würde zu allen Seiten zeigen, dass man in Insolvenz gehen kann innerhalb der Europäischen Union, dass kein stabiles System ist und kein System der Solidarität im Ausdruck bringen kann. Und dann würden die Märkte gegen den nächsten Opfer kämpfen. Wer glaubt, dass man hat Griechenland raus, dann hat man seine Ruhe, hat nichts von den Märkten verstanden. Wenn Griechenland raus ist, werden die Märkte den nächsten Opfer verlangen. Ich meine jetzt die Lösung, dass Griechenland im Euroraum bleibt, trotz der Insolvenz, dann wäre es ja nicht raus aus der Europäischen Währungsunion. Niemand kann Griechenland aus der Europäischen Union rausschießen. Das ist eine Sache, die juristisch gar nicht geht und politisch nicht akzeptabel ist. Es liegt nicht an den Wünschen von Kreditgeber oder von Ministern. Insoweit, wenn Griechenland in Insolvenz gehen würde, könnte nur innerhalb des Europaraums gehen, aber das rate ich niemandem zu probieren. Das heißt, wie wäre dann die Lösung? Wir brauchen in der Tat ein neues Hilfspaket? Nein, die Lösung wäre, Liquidität zu Griechenland zu geben. Und soweit ich weiß, als Außenminister, der viel bereist ist die letzten Monate, es gibt eine Reihe von Investoren, die nach Griechenland kommen wollen, die große Investitionen vorhaben, von China bis zum arabischen Raum, von Amerika bis große europäische Firmen. Aber was die brauchen, ist, dass sie das Gefühl haben, dass Griechenland stabilisiert ist. Also man soll jetzt die Verhandlungen zu Ende mit Erfolg führen, Griechenland Liquidität geben, was sie gerade braucht. Und dann glaube ich, dass Griechenland wird ein sehr schönes Stück für Investitionen, für Wachstum. Nun ist es ja so, Sie sind ein Deutschlandkenner. Sie haben in Gießen studiert, in Marburg selber doziert. Sie kennen das Land sehr gut. Sie sprechen ausgezeichnet Deutsch. Das Verhältnis zwischen beiden Ländern scheint im Moment sehr angespannt zu sein. Wie betrachten Sie die deutsch-griechischen Verhältnisse im Moment?
Ich glaube, man muss Stereotypen abbauen. Man hat in der deutschen Presse und in den deutschen Medien sehr intensiv damit gearbeitet, Stereotypen über die Griechen in Griechenland aufzubauen, die nicht berechtigt sind und niemandem helfen. Und es kam sehr oft von griechischer Seite dann Stereotypen als Antwort auf den ersten Stereotypen, die auch das Verhältnis belasten. Ich bin dafür, und wir haben abgemacht mit dem deutschen Außenminister, eine Kommission der Weißen aufzubauen, die gucken, Wege zu finden, diese Stereotypen abzubauen. Also der Stereotyp, der Grieche arbeitet nicht, obwohl jeder weiß, laut europäischen Statistiken, dass wir am meisten in ganz Europa arbeiten. Also der Stereotyp, wir werden faul, obwohl jeder weiß, dass wir sehr hart schwitzen bei unserer Arbeit. Oder der Stereotyp, dass es schwer, schlecht ist, wenn man nach schwerem Tag auch ein Lied singt. Dass man dürfte noch nicht mal fröhlich sein, das ist Blödsinn alles. Griechenland war ein sehr schöner Urlaubsort für Deutschen. Die Deutschen haben Griechenland immer lieb gehabt, auch von der ersten Zeit, wo man Deutschland aufgebaut hat, als Nationalstaat gegründet hat. Und die Griechen haben immer die Fähigkeiten und Talente der Deutschen bewundert, nachmachen wollen. Wir müssen zurück zu dieser positiven Atmosphäre kommen. Und meine Reise in Deutschland, diese dreitägige Reise, sollte ein kleines Stück Beitrag sein zu dieser Abbauen von Subventionen. Lassen Sie uns zum Schluss noch mal in die Zukunft schauen. Wo sehen Sie Griechenland, wo sehen Sie die Europäische Union und insbesondere auch die Währungsunion, sagen wir mal, im nächsten Zeithorizont von etwa 5 Jahren? Wir sollen endlich aufhören, unsere neue und junge Generation zu sagen, dass Europa besteht, die Europäische Union besteht nur aus Sanktionen, Memorandum und Austeritätspolitik. Das ist keine Vision, kein Wert für unsere junge Generation. Ich sage alle unsere Kollegen in der Europäischen Union, wenn wir weiter diese Politik betreiben gegenüber Griechenland, hat gar nichts mehr mit Griechenland zu tun. Hat damit zu tun, was man für eine Zukunft wünscht und was für eine Vorstellung hat über dieses Europa. Ich bestehe darauf, wir sollen nochmal mit Visionen arbeiten, was für ein Europa wir haben wollen, welche die positive Rolle Europas in der ganzen Welt sein wird und wie wir schaffen, unsere Werte zu realisieren. Unsere Werte kann man nicht reduzieren auf Sanktionen, Austerity und Memorandum. Europa ist was viel mehr, viel Größeres und viel Bedeutendes als die heutige Krise. Herr Außenminister, vielen Dank für das Interview. Danke sehr.